So, und ich komme wieder zurück zu Fire Emblem. Dann, ja, machen wir die Tür hier aufmachen und sehen, dass da zwei Kisten drin sind. Sehr geil. So, jetzt die Gefahrenzone natürlich mal aktivieren. Ah, Meister. So, und jetzt noch einen Stahl. Reicht sogar ein Drachen. Ah, Drachen ist, glaube ich, gegen irgendwas sehr effektiv. Das ist vielleicht das Stahl. Und weg. Der hat einen Schnitter. Ah, dann fügen wir dem mal 13 Schaden zu. Und wenn alles gut klappt, müsste das jetzt eigentlich funktionieren, oder? Ja. Sogar ein kritisch. Ist natürlich noch besser. So, hier. Überall, wo noch Platz frei ist. Und ganz zum Schluss. Die Magier und Heiler. So, dann wird er halt geheilt. Kommen die alle. Ein Zeit lang mit dem Silberschwert überlebt er eh nicht. Nicht einmal den ersten. Und Mart ist auf dem Maximum Level, schätze ich mal. Weihwasser. Wer ist denn da? Einer mit dem Schnitter, ja, der wird mir schon keinen Damage machen. Und selbst wenn wir da mich nicht killen, der mit der Silberaxt wird sicherlich auch nicht drauf gehen dabei. Aber der ist wahrscheinlich. Der geht in Sicherheit. So. Ja, genau so. Und Gott sei Dank greift er nicht zweimal an. Ah, befreit einen Mitstreiter von ihm. Feuer, Donner, kritisch. Perfekt. Das war ehrlich gesagt nicht geplant, aber ich schwäche jetzt mal den ersten Dieb.
Stahl. Oh, Silber, der könnte gefährlich werden. Aber immer schön risikofreudig sein. Wie viel will ich den Damage machen? So 10 von 30. Hier über den Dieb. Ich will einfach die Beute. Und ich schätze mal, dass mein stärkster Ritter da doch was aushält. Nötig für die Herstellung von Sternenlicht. Hebt den Effekt des Geländes auf. Sonst, was ist ja noch ein. Eins, zwei. Naja. Ich meine, ich könnte den höchstwahrscheinlich nicht mal besiegen. Okay. Dann lassen wir das gleich mal. Mart sollte noch ein bisschen aushelfen. Und auf jeden Fall die Gefahrenzone verkleinern. So, die Heilung. Perfekt ausgewichen. Dann soll er mal zeigen, wie er mit seinem Silberschwert drauf hat. Drei Schaden. Oh, jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Machen wir da noch mit dem Silberbogen. Und jetzt. Na, mit dem Langspeer. Ja, mit dem Langspeer besiege ich hier den Dieb. Der steht hier nichts mehr. Das reicht um eins nicht. Hier habe ich eine 41%ige kritische Quote und auf das habe ich gehofft. Da vielleicht das, ja, da ist alles ausreichend. Aber ich wette mal, Kane bringt's. Ne, Kane. Nein, packt's nicht um eins. Stahl. Eisen, Langspeer, nee. Kein unnötiges Risiko eingehen. Blizzard. So, haben wir jetzt das Silberschwert erhalten. Gehen wir gleich zurück, brauche ich nicht. Der kommt hierher, na dann. Schön aus der Gefahrenzone retten. Das Ganze wird mal gespeichert. So, den Dieb werde ich mir auf jeden Fall holen. Und gleich so mit dem Langspiel vielleicht? Schade. So mit dem Bogen. So hole ich ihn mir. Sternenkugel erhalten. So, jetzt hier Stahl, Silber, nicht mal Silber.
Aura ist doch ein bisschen okay. Nee, nicht sie. Blizzard, Kanone, Excalibur, Thoron, recht alles wieder nicht. Ja, und sie stirbt wieder fast. Ja, dann. Machen wir mal einmal Blizzard. Und einmal, keine Ahnung, Feuer. 100%ige Trefferquote. Perfekt. Die haben keinen Dieb mehr. So, hier werden wir mit dem Langspeer ausgerüstet warten. Hier mit dem Silberbogen ausgerüstet, also der kann kommen. Der soll sich anlegen mit wem er will. Kritisch! Das war der falsche anscheinend. Zumindest für ihn. Und Pflege. Hier eine kleine Heilung. Und ja, der Dieb begibt sich zum nächsten. Oh, oh. Fuck, fuck, fuck. Ja, hahaha, wer hätte denn bitte mit dem gerechnet? Ja, wenn ich jetzt meinen Dieb verliere, der Speicher werde ich jetzt sicher nicht. Ja, jetzt werde ich hoffen, dass mein Dieb das überlebt. Flammenwind, stirb. Puh, ho, 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 ho. Das hätte tödlich enden können. Da gibt's gleich mal eine Heilung. Ist ja klar. So, während die da. So, wir sichern hier mal, falls wieder so ein Streich daherkommt und mich fast killt. So, alle Türen knacken. So. Oh, Gold XL. Leider habe ich kein Sieg jetzt eins weg. Damit der Dieb jetzt eine volle Reichweite hat. So, welchen Gegner haben wir hier? Okay. Diesmal nicht. Diesmal war ich darauf vorbereitet. Zweimal nicht. Zweimal falle ich nicht auf denselben Trick rein. So, die Ballista muss sowieso ein bisschen da hoch. Sie auch ein bisschen nach. Nachrücken. Ah!
Was? Okay, hätte angreifen können, aber egal. Da drüben wird dann höchstwahrscheinlich ein Gegner sein. Werde ich schon mal vorhin hingehen. Anita hat die maximale KP um 7 erhöht. Nicht schlecht. Erdkugel, eine Kugel, die allen Gegnern schneidet, gleichmäßig Schaden zufügt. Okay, ja. Er kann angreifen, wen denn? Mit Stein geschossen würde er, warte mal, kann er die Heilerin töten? Zu 58%. Aber weiter probieren. Ja, sehr schön. Eine Heilerin weniger. Dieb sperrt hier die Tür auf. Natürlich wieder. Oh, 31 mal 2. 22 mal 19 mal 2. Ich würde sagen, wir nehmen 2 mal Donner. Ist wesentlich billiger. So. Dann ist der Dieb ja schon fast da, wo er hin will. Die zwei Türen noch und dann, naja, theoretisch, die können ja schon bis davor rücken. Da kann man ja auch hin. Die zwei werden von da. Ah ja, sehr wenig Trefferchance. Reicht anscheinend, 48%, okay. Soll mir nur recht sein. Ah, Mart geht auch von da. Der Rest geht von der anderen Richtung. So, der Dieb wieder mit dieser Tür aufsperren. Und genau, hier wird wieder der Gegner sein. Immer abwechselnd. Leicht zu durchschauen, der Trick. Ja, einfach den mit Blizzard. Dann nicht, dann halt mit dem Bogenschützen. So, perfekt. Achso, ja, ich merke gerade da in der Sackgasse, da müssen wir auch von hier. War ich klar. Mein Bogenschützen angreifen, der sich nicht wehren kann. Aber er wird sich wehren. So. Perfekt. Ah, oh, Meistersiegel. Perfekt. Perfekt. Besser geht's ja nicht. So, hier schon mal warten.
weiß nicht, ob Drachenlanze nicht vielleicht gegen diese Macheten sehr effektiv ist, denn ja, die verwandeln sich ja in den Drachen und ich habe eine Drachenlanze. Würde auch Sinn ergeben, wenn das sehr effektiv wäre. Auf jeden Fall noch nicht angreifen. So. Tempofeder. Das Gold weg. So, dann besiegen wir die Manachete mal. Warte, wo ist die Drachenlanze? Ja, die Drachenlanze ist sehr effektiv. Die ist aber nicht sehr stark. Mit der kann man aber auch nicht reden, oder? Ne, aber wer ist eigentlich? Kann sogar von dieser. Achso, ja, Pegasus-Ritterinnen können nichts gegen sie anrichten. Ah, der Baron, der. Kann auch nix. Der Stahlbogen richtet gerade mal 2 Schaden an. Warum hast du mich verlassen? Ja, so halt. Auf jeden Fall noch nicht besetzen. Denn ich will wirklich auch nochmal sicher gehen, dass da wirklich nur ein Gegner drin ist und. Ich meine, ich bin der festen Überzeugung, dass da nur ein Gegner drin ist, ja. Den ich nicht mal besiegen kann. Von dem her werde ich hier besetzen. Und ja, das war's für dieses Kapitel. Das nächste heißt Camus der Schwarze. Und ja, wir haben wieder ein Meistersiegel, daher. Wieder mal gucken, ob irgendwer Level 10 ist. Außer Mart. Und die halt nicht. Nein, ich habe gar keinen Level 10er. Der ist Level 7er, kann glaube ich gar nicht mehr, Bischof. Dieb ist zwar Level 2, ja, Dieb ist jetzt Level 2. Thomas ist schon Scharfschütze. Ja, die meisten habe ich schon. Oder sind eben so weit unterlevelt, dass sie noch sehr lange brauchen. Aber gut, so habe ich. Warte mal, wo ist jetzt der Dieb? Der hat ja jetzt einiges. Warte mal, da. Einiges, das er zum Vorrat geben kann. Weihwasser. Olganone. Geschwindigkeit. Das benutzt er gleich. Der ist sowieso langsam. Und das ja Magie um 2 erhöhen. Das nimmt Lena nicht. Linde nicht. Oh ja, Linde. So, nimm kurz die. Nee, die Engelsrobe gebe ich dem anderen. Warte mal, so. Wem gebe ich die Engelsrobe? Wer soll eigentlich viel aushalten? Der hier. Dem geben wir auf jeden Fall die Engelsrobe. Damit mit der auf keinen Fall folgt. Der soll sau viel aushalten. Der soll durchhalten, bis er verreckt. Ja, durchhalten, bis er verreckt. Hier den Eisenbogen bekommt er wieder. Und sonst brauchen wir nichts. Aus dem Arsenal vielleicht mal was. Ja, verkaufen wir auf jeden Fall mal.
Das Gold XL 30.000 bringen wir das. Das bringen wir 10.000. Achso, das bringt nichts. Lichtkugel. Oh, die VIP und die Silberkarte kann ich mir null verkaufen. Weihwasser, das will ich sowieso nie. Türschlüssel finde ich auch unnötig. Hält KP aller Verbündeten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Pflege habe ich genug. Feuerstein kann ich gar nicht verkaufen. Ich habe auch keine Manachete mehr. Ah, die restlichen Sachen brauche ich vielleicht irgendwann noch. Ich meine, er hat ja nichts für die Heilung, oder? Er hat normale Heilung. Warte mal. Das werden wir jetzt natürlich klug lösen. Wir geben ihm hier. Ihm hier. Du nimmst jetzt kurz mal die Silber und die VIP-Karte. Vielleicht kommen wir auch hier in einen Geheimshop. Und einkaufen geht er hier. Warum bekomme ich das nicht für die Hälfte? Es geht anscheinend hier nicht. Okay. Schade. Ja, aber ich brauche Heilung. So, okay. Speichern wir wieder. Und ja, den nächsten Kampf gibt's natürlich im nächsten Part. Also, bis dahin, bis dann und auf Wiedersehen.